Gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sag euch, diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für sie, um es mit diesem Ding zu sichern. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Okay. Angenommen, wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecher-Ding. Selbst wenn wir es finden, wie lösen wir den Rest davon? Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem kompliziertes Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Wie wär's damit? Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Als ob du es wusstest. Aha, aha. Durchsuche die oberste Etage. Jetzt würde mich aber mal interessieren. Uns fehlt ja hier noch ein Teil. Etwas so Seltsames muss wichtig sein. Kann ich es öffnen? Ja, vielleicht. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt runtergehen, zwei Sachen habe ich jetzt im Kopf. Finden wir da noch was Neues? Weil wir konnten ja unten nichts mehr machen. Oder kommen wir überhaupt zurück? Das da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Hier konnten wir ja nichts mehr mitmachen, ne? Oh, warum hakt das heute so? Das ist echt schlimm. Beziehungsweise, es hakt nicht heute, sondern es hakt generell. Okay. Hallo? Wenn die jetzt zum Beispiel hier reingeht, tut sich da noch irgendwas anderes? Sieht die noch irgendwas anderes? Kann man überhaupt noch was anderes sehen? Das ist die Frage. Ja, hallo. Und zwar in jedem Raum im Haus. Also das geht ja wohl über die übliche Überwachung hinaus. Was meinst du? Ich habe das Gefühl, unsere Gastgeberin hat einfach viele wertvolle Dinge und will genau wissen, wer hier ein- und ausgeht. Nur eine davon ist nicht an. Was Augustin da wohl aufbewahrt? Aber schön, dass die das jetzt auch wissen. Alter, das war er jetzt, wollte ich gerade noch fragen. Okay, da können wir leider nicht mehr rein. Schade. Und hier können wir immer noch nicht raus. Okay. Aber dass die hinterherkommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, wenigstens wissen die jetzt schon mal alle darüber Bescheid, was unten so vor sich geht. Weil als ich, ich glaube, mit der alten Frau hier da reingegangen bin, durfte ich ja im Endeffekt nichts machen. So, was war hier? Das konnten wir nicht öffnen. Ohne Schlüssel komme ich nicht rein. Naja. Okay, und sonst konnte ich hier auch nichts mehr machen. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Wenn hier denn irgendwas ist. Ah ja, doch. Okay, da kann man hoch. Och, es ist alles dunkel hier. Fangen wir mal hier in der Ecke an. Oha. Ein Schlüssel. Ja, kann man nicht untersuchen, wofür der ist? Egal welche Richtung, okay. Den sollte ich für den Schrank unten probieren. Naja, das war auch mein Gedanke. Die Frage ist, kommen wir sonst hier oben noch weiter? Weil ich will jetzt hier nichts triggern oder so, ne? Was haben wir denn hier? Auktionshaus. Das ist viel Geld für einen Filmstreifen. Ah, okay. Über 12.000 US-Dollar für den Film. Was mich wundert, ist, dass hier so überhaupt nichts ist, was einen triggert. Hat viel Geld ausgegeben, um neben Linde noch andere 8mm Filme zu besorgen, ja. Was haben wir hier?
Filmrezension. Mörder Mill rezensiert auf dem zweiten Höllische Begierden Fanfestival von euren Korrespondenten Rabbit Hound. Auf den ersten Blick ist das größte Problem des Films seine unbeholfene Komposition. Mörder Mill ist in etwa so ausgefeilt wie das Puppentheater, das seine Nichten und Neffen auf der Familienfeier im Wohnzimmer vorführt. Statt den Zuschauern Angst einzujagen, zeigt der Film lediglich, wie viele bessere Horrorfilme die Filmemacher bisher schon gesehen haben. Das ist allerdings recht typisch für dieses Genre. Tatsächlich ist das mittlerweile von Filmen, die auf Festivals gezeigt werden, nicht anders zu erwarten. Was jedoch ganz und gar nicht zu erwarten war, war das seltsam beunruhigende Gefühl, dass die Zuschauer der 22-Uhr-Vorstellung von der ersten Sekunde an befallen hat. Okay. Ach du Schande, so viel steht da doch gar nicht. Mörder Mill zeigte den Zuschauern nichts, was sie nicht schon unzählige Male gesehen hatten. Doch im Laufe des Films verstummten die hämischen Kommentare der Kritiker des Genres. Sie wandten sich vor Nervosität auf ihren Sitzen und vergruben ihre Gesichter in den Händen. Unter den Zuschauern auf den Rängen kam es wieder und wieder zu oftmals gewaltsamen Gefühlsausbrüchen. An diesem Abend war ein allumfassendes Gefühl der Angst zu verspüren, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte und auch nie mehr erleben möchte. Okay, das würde erklären, warum die Filme haben will. Glücklicherweise wurde die Vorführung von zwei Festivalbesuchern unterbrochen, die erst auf andere Zuschauer und anschließend aufeinander losgingen und dieses unterdurchschnittliche Filmerlebnis so zu einem wahren Albtraum werden ließen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich war, aus diesem Kino raus zu sein. Ist es fair, einen Film zu bewerten, den man sich nicht zu Ende angesehen hat? In diesem Fall schon. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen, das könnt ihr mir glauben. Habe ich vor, mir den Film noch einmal anzusehen, um ihn anständig bewerten zu können? Nein. Und das liegt hauptsächlich an dem unterschwelligen Gefühl der Angst, das während des Films geradezu von der Leinwand triefte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trick der Filmemacher war oder wie so etwas überhaupt funktionieren soll, aber wer sich so etwas abgrundtief Böses ausdenken kann, kann sicher auch einen besseren Film drehen. Ja, und dieses Gesicht hier erinnert mich doch sehr an etwas, was wir gesehen haben. Hat einen gewaltsamen Effekt auf seine Zuschauer, ja. Da war doch gerade noch was. Nein, du sollst das aufheben. Nein! Die Legion. Die mit Blut besiedelte Freundschaft, okay. Ah, wie cool. Okay. Aber sonst können wir hier nichts mehr... Naja, das ist alles so dunkel. Da kann man auch nicht so richtig suchen und so. Das ist total doof. Leute, bitte triggert jetzt nichts. Ich muss erst noch... Nee, hatte ich jetzt... Ich hatte nichts gefunden hierfür, oder? Moment, ich hatte jetzt nur die Puppe gefunden. Nee, ich hatte nichts... Ich habe nur einen Schlüssel, scheiße. Ach, na gut. Für eine seltsame Szene. Da könnte der Baum von unten reinpassen. Okay. Aber darf ich hier nicht den... Naja, sieht hier eher aus wie ein Hammer. Darf ich den nicht nehmen? Oder fällt das dann vielleicht raus? Das kann natürlich auch sein. Da kann der Baum reinpassen, okay. Ich hätte jetzt aber schon gerne das Schlagwerkzeug für den Hillbilly. Du kommst mit, Freundchen. Aber untersuchen hilft auch nicht, ne? Ja. Gut. Na gut. Geht mir aus dem Weg hier. Ich muss hoch. Also entweder kommt da jetzt das Ding raus oder da... Das ist doch jetzt eben... Hat da doch gerade was geleuchtet. Oder was ich hoffe, dass da das Ding für den Hillbilly rausfällt. Und wenn wir das dann machen, dass dann quasi... Ah, okay, es fällt nicht raus. Wir kriegen es hin. Hammer. Vielleicht ist er von der Statue des kleinen Kerlchens. Ja, der... Das kleine Kerlchen hat auch einen Namen, den solltest du eigentlich wissen, wenn du hier
alles mit DBD Vollballast. So. Hinterwäldler und sein Hammer. Genau. Vereint. Wusste ich's doch. Gut, okay. Schließen wir das Tor auf. Also untersuchen kann ich nicht. So, aus dem Weg, Jungs. Ich habe hier was zu erledigen. Was wartet wohl hinter der Tür? Will ich das überhaupt wissen? Gibt es da ein Muster? Aber es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die Köpfe? Hä? Welche Köpfe? Ach, wat? Nee, Moment. Köpfe, Buch. Eben war das Haus da drin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja jetzt eigentlich nur... Also sie redet jetzt von Köpfen. Was? Also da sind alles. Also Köpfe glaube ich nicht, weil sonst würde sich ja jetzt was tun. Aber hier haben wir was gefunden, da haben wir den Baum gefunden. Aber unten, was haben wir denn unten gehabt? Ah, Rätsel am Tor gelöst. Sehr schön. Das war nicht so schlimm. Tja, wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Oh. Hurra! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das nicht. Los, wir schauen uns um. Pass auf! Okay, um mehr über Augustin lieber zu erfahren... Alles kann man sich nicht anschauen. Das ist wie ein anschauen. Museum für... Shit. Keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Oh, wie aufmunternd. Mhm. Hey, Linda. Sieh dir das an. Ja, da ist Feuer. Oh, das sieht toll aus. Da hinten in der Ecke. Lass mich raten. Kommen wir da wieder nicht hin? Rechts ist noch ein... Ach, da. Ah, sehr schön. Sie hat gesagt, dass sie sterben... Ach, das... Nee, Zinnsoldat. Victors Zinnsoldat. Okay. Dann haben wir hier noch eine Tür, wo wir wahrscheinlich durchkommen. Hä? Ah, jetzt. Ich melde mich vom Trade Winds Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war, aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen.
Okay. Oh, okay. Oh nein, okay. Gerade wird hier jemand verhaftet. Und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Okay, okay. Das war eine Explosion. Eine Explosion. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Oh, oh Gott. Die Polizei hat das Feuer eröffnet. Ja, es gab eine Explosion, niemand kann was sehen, aber Hauptsache die Polizei öffnet das Feuer. Cool. Okay. Ich hasse es, wenn das Spiel speichert. Das heißt nichts Gutes. Okay, ich will aber trotzdem mal alles hier angucken, was ich nur kann. So, Moment. Ich denke nicht, dass jetzt hier irgendwas ist, weil das halt diese normalen Fundstücke sind. Oh, hier ist noch was. Was zur Hölle? Eine Herdenangst. Was soll es sein? Die Dresche? Wie viel ist das? Regen, allmählich schwarz, kleines Dorf. Oh mein Gott, okay. Also, Kapitel 28, Manifestation. Vor ein paar Stunden wäre die Rückkehr in die Siedlung ihr noch ein leichtes gewesen. Doch mittlerweile hatten die Sturmwolken jegliches Sternlicht geschluckt. Der peitschende, ohrenbetäubende Regen und die schrillen Rufe der Krähen, hämischen Gelächter... Der peitschende, ohrenbetäubende Regen und die schrillen Rufe der Krähen, hämischen Gelächter gleich, machten es unmöglich zu sehen oder zu hören, ob jemand Beatrice auf den Fersen war. Egal wie weit sie sich auch von der Bühne entfernte, sie schien ihren Krächzen nicht entkommen zu können. Doch wenigstens übertönte es das furchtbare Schmatzen, das Gleiten, die Schreie. Sie spürte, wie sie den Halt verlor. Der viele Regen hatte den Sand glitschig werden lassen. Beatrice schrie, als sie mit dem Gesicht voraus auf den schlammigen Boden fiel. Sie war so schnell ausgerutscht, dass sie nicht rechtzeitig den Arm hatte heben können, um ihren Sturz abzufedern. Als sie nach dem Aufprall verzweifelt um Luft rang, spürte sie auf einmal ein Brennen in ihrer Hand. Sie hatte sich mit einem scharfen Stein aufgeschnitten. Sie wollte schreien, hatte das Schicksal denn nicht schon übel genug mitgespielt? Doch sie wusste, dass sie jetzt nicht verzweifeln durfte. Wusste, dass sie aufstehen, weitergehen und irgendwie einen Weg zurückfinden musste. Sie rappelte sich widerwillig auf und ging zögerlich ein paar Schritte. Sie stellte mit Entsetzen fest, dass der Knöchel, mit dem sie umgeknickt war, ernsthaft verletzt zu sein schien. Aber sie stürzte sich dennoch wieder in die dröhnende Dunkelheit. Sie durfte unter keinen Umständen stehen bleiben. Auf gar keinen Fall. Denn sie wusste nicht, wo das Ding war, das Ding, der Stampfer gerufen, beschworen, geschaffen hatte. Sie hatte noch lebhaft vor Augen, wie es aus dem Schlamm auferstanden war und Ron in Stücke gerissen hatte. Sie erinnerte sich an seinen verzweifelten Blick, als er sie angefleht hatte, zu fliehen, bevor es ihn dreigeteilt und das Feld ins Chaos gestürzt hatte. Sie hatte getan, wie ihr befohlen war. Und war so schnell gerannt, wie sie nur konnte. Sie hatte das grauenhafte Geschehen hinter sich hören können, hatte jedoch nicht umzudrehen gewagt. Beatrice konnte erst die Steigung und schließlich ein paar vereinzelte Grasbüschel unter ihren Füßen spüren. Sie stürzte sich mit ihrer blutigen Hand am Bodenfetzen, um den Weg zu erfüllen. Die Klippen. Bis zur Siedlung war es nicht mehr weit. Wenn sie die erreichte, konnte sie Alarm schlagen, um Hilfe zu rufen. Die anderen retten, fliehen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, während sie sich den gefährlichen Pfad entlang hangelte. Sie atmete behutsam durch und hielt sich an dem Felsen fest, während sie sich vorsichtig ihren Weg bahnte. Ich habe falsch umgedrückt. Der Regen ließ allmählich nach. An manchen Stellen wurden die schwarzen Wolken von Mondlicht durchdrungen, das ihr den Weg erleuchtete und sie zurückführte. Sie schöpfte neue Hoffnung. Die Siedlung war ein ganzes Stück landeinwärts von der Bühne entfernt, wo Stampfers Wesen auferstanden war.
Es konnte sie unmöglich von ihr vor ihr erreicht haben, oder? Diese Möglichkeit war zu furchtbar, um sie weiter in Betracht zu ziehen. Sie konzentrierte sich lieber wieder darauf, dass sie womöglich überleben könnte, wenn sie die Siedlung und die Ressourcen dort erreichte. Ich komme ihr immer näher und näher und näher. Diese Worte wiederholte Beatrice so lange in Gedanken, bis sie feststellte, dass sie zu einem Mantra geworden waren. Nach allem, was Stammvater der Herde angetan hatte und nach all seinen blutbefleckten Lehren, wusste sie jetzt, dass sie nur auf sich selbst vertrauen konnte. Von hier oben konnte sie ein Licht sehen. Dort war ihr kleines Dorf. Sobald sie über die Felsen geklettert war, würde sie losrennen. Sie würde so schnell rennen, wie sie nur konnte, so schnell, wie ihr verletzter Knöchel es zulassen würde. Und dann würde sie sich verteidigen, entkommen, irgendetwas finden. Vielleicht Zuflucht, vielleicht auch Erlösung. Ihr Herz begann zu rasen, als sie erneut Hoffnung schöpfte. Sie war nicht mehr weit. Sie wusste nur noch über die Felsen. Sie würde es schaffen. Sie schrie. Etwas traf sie heftig an der Schulter. Sie geriet ins Straucheln und fiel rücklings auf ein paar Steine, bevor sie mit einem lauten Planschen im seichten Salzwasser landete und vor Schmerzen schrie. Sie konnte Blut in ihrem Mund schmecken und stieß einen entsetzlichen Schrei aus, als ihre Nerven zu brennen begannen. Sie versuchte mit ganzer Kraft aufzustehen, doch ihr Knöchel konnte sie nicht mehr tragen. Sie stürzte mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Beatrice streckte ihre Hand nach den Felsen aus, um sich daran abzustützen. Doch stattdessen spürte sie etwas unter ihren Fingern, das sich wie Sehnen anfühlte. Und Rückgrate und Schlamm. Trotz ihrer tränenfeuchten Augen konnte sie den Truani ausmachen, der über ihr emporragte. Noch immer tropften an ihnen der Schlamm, aus dem er entstanden war, und die Überreste ihrer Freunde herunter. Über ihnen zogen erneut dichte Wolken auf und dichte Regentropfen prasselten vom Himmel herab. Dicke. Eines der verknüpften Glieder des abscheulichen Monsters wurde vom dämmerigen Licht in der Ferne erhellt, als es zum Angriff überging. Ja, mehr ist nicht drin. Aber vielleicht in einer anderen düsteren Welt. Ja, das hat sich auf jeden Fall sehr nach der Dresche angehört, sagen wir es mal so. Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Akkadämon, Mesopotamien, 23. Jahrhundert. Statue aus dem Reich von Akkad. Die Keilschrift auf den bruchstückhaften Tontafeln, die in ihrer Nähe gefunden wurden, lässt vermuten, dass sie einen mythologischen Dämon darstellt. Seine Anhänger glaubten, er würde ihnen als Dank für ihre Hingabe übernatürliche Kräfte verleihen. Sie beschützen und ihre Feinde vernichten. Okay. Das wird nicht, weil es ist auch nicht erleuchtet hier. Achso, konnte ich nicht mit ihm noch sprechen? Sagen die dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Das ist genau wie in meinem Film, The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen? Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, Ja, sorry, hab's verwechselt mit einem der anderen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder? Ich bin ein Fan deiner Reputation. Ja, klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der... Boom! Ratatatatatata! Unterhaltung. Cliff Burrer. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, wie du wirklich an den Film gekommen bist. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Ich kann dir eigentlich nur eine Sache anbieten. Und zwar? Freundschaft. Du machst Witze, oder? Ich habe den Eindruck, du hast nicht so oft Leute, die auf deiner Seite stehen. Das ist deine Meinung.
Ich bin mir sicher, was Augustin auch plant, am Ende stehen wir bestimmt nicht als Gewinner da. Und? Wenn wir nur eine leise Chance haben wollen, die Sache zu durchschauen, um uns einen Vorteil zu verschaffen, müssen wir einander trauen. Es gibt nur einen, dem ich vertraue. Er hat zwei Daumen und ist dieser Kerl. Du kannst mir trauen, Stan. Ich gebe dir mein Wort drauf. Wenn du mir die Wahrheit über dein Band sagst. Darauf komme ich später zurück. Nun ja. Oh, was haben wir da? Das ist... Nein. Unmöglich. Das kann nicht sein. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen. Manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Was soll ich machen? Ach so. Das ist schon so lange her. Sheriff Green. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!